Willkommen heute noch zu einem weiteren Livestreaming. Heute mit einem neuen Format, das ich mal ausprobieren möchte, und zwar einem wöchentlichen Rückblick und auch eventuell teilweise Ausschau, je nachdem, was gerade ansteht, und zwar zu den Idle, Clicker und Incremental Games, die ich noch regelmäßig spiele, also die so in meinem täglichen Beschäftigen mit irgendwelchen Spielen auf jeden Fall immer wieder auftauchen noch. Und heute habe ich erst einmal eine Liste von 8 Spielen. Mal gucken, wie lange das insgesamt dauert. Ein paar werde ich relativ schnell durchgehen können, weil da nicht allzu viel passiert, und andere vielleicht ein bisschen länger. So, das nächste Spiel in der Liste ist Shop Heroes. Es ist aktuell knapp und anstrengend, weil es keinen Lagerplatz gibt. Also beziehungsweise weil der nächste Lagerplatz einfach zu teuer ist. Und das ist eigentlich das, was ich im Moment so am meisten durch das Spiel zieht. Also erstmal schauen, was ich jetzt hier einsammeln soll. Beziehungsweise müsste ja wissen, was ich zuletzt reingepackt habe, weil die normale Flöte, habe ich natürlich gesagt, dass die dort fusioniert werden soll. Weil das ist jetzt erstmal eine Langflöte, die jetzt auf makellos getrimmt ist. Das heißt, die ist jetzt aber neu, das heißt, die muss ich noch sperren, weil das ist nämlich auch ein Mechanismus, den ich jetzt sehr aktiv angefangen habe zu nutzen. Das heißt, die Items, von denen ich nicht möchte, dass sie gekauft werden, einfach hier zu blocken, dass die normalerweise zumindest nicht gekauft werden. Es kommt ab und zu vor, dass sie die einfachen Items, obwohl sie gesperrt sind, doch nachfragen, aber es ist nicht so häufig. Also ich kann es damit schon ganz gut steuern, was sie halt holen und was sie nicht holen. Weil im Normalfall will ich halt nur, dass sie Sachen nachfragen, die ich halt hier noch nicht gemeistert habe. So, also erstmal drehen wir am Rad. Ja, jetzt rennen gleich wieder weg. Dann machen wir es halt hier drüber. Und mal schauen, was mir da jetzt wieder gegeben wird. Das Ungünstigste, was ich bekommen kann, ist ein solches Item. Auch wenn es natürlich schön ist, das Item zu haben, ohne Zweifel, ist wie gesagt aufgrund meiner Lagerknappheit das ein Riesenproblem. Das Ding zu bekommen wäre natürlich auch nett gewesen. Jetzt habe ich, glaube ich, wieder einen Goldbonus bekommen. Das heißt, ich hatte jetzt einen 30er. Genau, jetzt ist es auf 31,25 als nächstes. Das nächste ist dann ein Diamantenbonus. Das heißt, wenn ich da mal die Diamanten erwische, dann bekomme ich zumindest 5 mehr. Ja, dann bekomme ich zumindest 30, weil im Moment es gibt Möglichkeiten, wie hier zum Beispiel die Stadtplünderung, wo ich in der Lage bin, Juwelen zu bekommen. Da bin ich jetzt auch gerade dabei und will noch versuchen, bis morgen Abend zumindest hier die 15 Juwelen zu bekommen. Danach ist dann auch wieder genug. Und deshalb, so, wo fange ich am besten an? Erstmal das Zeug einsammeln und dann hier. Oh ja, da habe ich schon einiges wieder verkaufen können. Die Skulls leider nicht. Und dann kann ich nämlich hier auch auf dem Markt gleich wieder ein paar Sachen verkaufen. Und dazu hole ich dann jetzt erstmal das Excel-Grad dazu, um euch zumindest die erste Sache dazu zu erklären. So, damit ihr hoffentlich die Zahlen noch ein bisschen besser sehen könnt, aber auch ein bisschen im Hintergrund mit dem Spiel noch seht, worum es dann geht, wenn ich das nach und nach rein und raus nehme. Also, im Moment ist es so, dass ich ab dem Würnerring, das zeige ich euch gleich nochmal im Spiel, die Sachen sammle, um sie zu verkaufen. Weil an der Stelle ist es normalerweise so, auch über die Woche hinweg ist hier immer das Maximale möglich. Also das ist das, was der andere kaufen muss, bezahlen muss, das ist das, was ich bekomme. Und da kann ich eigentlich trotzdem immer Höchstpreise erzielen, das heißt, ich bekomme pro Würnerring tatsächlich die 180.000. Bei den anderen ist es hier, das sind Höchstpreise, die ich erreichen kann. Beim Frostkern ist es inzwischen auch, gerade zumindest jetzt zum Wochenende hin, möglich gewesen, die Maximalpreise zu erhalten. Unter der Woche klappt es nicht immer. Und bei den anderen klappt es überhaupt nicht. Also die Maximalpreise, die theoretisch möglich sind, sowieso nicht. Die werden im Moment einfach nicht bezahlt. Entweder wahrscheinlich, weil nicht allzu viele Spieler sind, die wirklich von den Levelstufen hier in diesem Bereich arbeiten und deswegen viele von diesen Ressourcen nachfragen. Ja, deswegen, das Grüne sind die, die ich auf jeden Fall schon mal so verkauft bekommen habe. Das sind die, wo ich getestet habe, also die schwarze vorgehoben ist, wo ich ausprobiert habe, okay, welche Preise lassen sich zumindest übers Wochenende erfolgreich verkaufen. Also ihr seht ja jetzt im Moment hier in der Übersicht, die 5,1 Millionen sind die Sachen,
Also wir haben 5,1 Millionen, 3,15 und 3,6 Millionen. Also die 3,15 Millionen ist der, was ich hier ausprobiert habe, nämlich auf 510 Einnahmen zu gehen. Das heißt, der alte Turm hat jetzt geklappt. Das heißt, ich kann die für den Preis verkaufen. Und weil die habe ich jetzt das erste Mal angeboten und ich habe tatsächlich 510 als Erlös erreicht. Das heißt, ich habe die für 566.000 pro Stück verkauft. Dann das andere mit 3,6 Millionen, das ist der hier, den habe ich um 10.000 angehoben. Das heißt, auch der hat sich jetzt verkaufen lassen. Und der Yggdrasil-Blatt, ihr seht, das ist noch nicht, das ist unverkauft, das hat also noch nicht geklappt. So, die kann ich auf jeden Fall schon mal rausnehmen, weil das hat geklappt. Und jetzt gilt es halt, das dann wieder anzupassen und einzusammeln. Achso, die 3,15 Millionen, das ist tatsächlich das Frost-Item gewesen, was ich zum Maximalpreis verkaufen konnte. Also, dann hier wieder in diese Angebote. Von den Würfringen habe ich jetzt im Moment unter 100, das heißt, davon verkaufe ich momentan keine. Aber von dem Frostkern werde ich natürlich wieder welche verkaufen. Die Königsknochen haben sich gestern Abend teilweise verkauft, aber eben der aktuelle Marktpreis, das ist der Vergleichspreis zu dem Preis, den ich anbiete, nicht zu dem, den ich bekomme. Also ich bin im Moment 55.000 Goldstücke teurer als der günstigste, was mir an der Stelle auch egal ist, weil ich habe keine Notwendigkeit, das so dringend zu verkaufen, sondern will ich es lieber zu einem vernünftigen Preis verkaufen. Deshalb ja auch in dem Excel. Ihr seht ja hier, was jetzt bei den berechneten Preisen aktuell rauskommt. Also wenn ich die jetzt zum Beispiel auf 450.000 anheben würde, dann wäre das natürlich weiter passend. Aber zum einen ist das Problem, dass ich hier nicht alle hinschicken kann, weil ich ja nicht alle Helden sind so stark, dass sie diese Mission erledigen können. Und natürlich aufgrund der höheren Zeitfaktoren lohnt sich das hier einfach im Moment, zumindest nach meiner Rechnung, immer noch am meisten, wenn ich die immer wieder losschicke und eben das Wirbeling-Zeug hole und die dann auch zum Maximalpreis verkaufen kann. So, aber auf jeden Fall jetzt erstmal wieder der Verkauf für den Frostkern. Da kann ich auf jeden Fall das Maximum erzielen und habe auch mehr als genug noch in Reserve. Das heißt, unter 100 will ich da auf jeden Fall nicht fallen. Und ja, ich kann nur das maximal 10-fache verkaufen und es ist zumindest nur 7.000 unterhalb dieses Preises. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich das wahrscheinlich das Wochenende noch verkauft bekomme und da die 3,5 Millionen einnehmen kann. So, zwischen Yggdrasilblatt und Königsknochen sind das flüssige Feuer. Da steht der Preis jetzt aktuell bei 300.000 und mein Preis für das flüssige Feuer liegt bei 400.000, also 100.000 höher würde ich es mindestens verkaufen. Ja, ich werde es erstmal bei 400.000 belassen und noch nicht versuchen, das jetzt weiter anzuheben. Wenn ich die Sachen relativ schnell, gerade am Wochenende, verkaufen können sollte, wenn das vorkommt, dann werde ich da auf jeden Fall weiter testen, die Preise anzuheben und gucken, in welchem Abstand ich das dann verkaufen kann. Aber so mache ich es dann nur für 100.000 mehr im Moment. Und mal gucken, wann das, ob das dieses Wochenende nochmal weggeht oder nicht. Das ist jetzt relativ unkritisch. Die andere Sache ist, mal gucken, zu welchem Preis jetzt aktuell der Silberstahl, also das, was ich jetzt zuletzt das erste Mal probiert habe, liegt jetzt aktuell bei 426.000. Ich habe es für 510.000 verkauft. 566.667. Dann bekomme ich meine 510.000, die ich dann bekomme. Und werde ich auch mal 10 einstellen, weil vielleicht ist ja heute Nacht wieder so eine Nachfrage, dass ich das nochmal loswerde. Wie gesagt, während des Events gehen halt viele einfach die Event-Items sammeln. Ich im Moment dieses Mal auch wieder, weswegen halt weniger Missionen dann aufbleiben, dass die hier das Zeug holen. So, also dazu jetzt dann zu den Missionen. Ihr seht, zwei von den Slots habe ich aufgelevelt, das heißt, die kommen jetzt sofort wieder zurück. Aber bevor ich jetzt meine Crusader zurückhole, weil wenn, haben die Idioten bestimmt wieder irgendwas kaputt gemacht. Also schicke ich die jetzt erstmal hier noch auf die PvP-Geschichte und gucke mal, ob ich da noch ein paar Punkte bekomme, bevor die eventuell wieder Items kaputt gemacht haben. Ja, das hat doch schon mal geklappt. Das heißt, ich habe schon den ersten Sieg bekommen. Und ja, also ihr seht, eigentlich hier, wenn ich das so sehe, müsste ich ziemlich unterliegen. Vielleicht tue ich es auch. Mal gucken. Ja, okay, an der Stelle schon. Aber mal gucken. Die letzten zwei haben immerhin noch gewonnen, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so aussah.
Und dazu mal lasse ich mal jetzt einen Kampf ein bisschen langsamer laufen und zeige euch mal, was so ein bisschen passiert. Weil das ist natürlich Strategie, dass der jetzt so schwach ist. Weil dadurch, dass er besiegt wird, wird nämlich die Rache-Aura ausgelöst und hier wird schon mal das erste dann gemacht. Und wenn einer verloren hat, hat er 50% Chance, dieses andere auszulösen. Okay, da hat sie jetzt gewonnen, da wird das natürlich jetzt nicht ausgelöst. Aber ihr seht, durch die Rache-Aura sind, und wenn sie gewonnen hat, wird das auch nochmal ausgelöst. Das heißt, wenn die jetzt nicht besondere Fähigkeiten haben oder bei mir irgendwelche Sachen angeblich kaputt gehen, dann sieht das im Moment schon ziemlich gut aus, weil ich muss nur noch 2 Kämpfe gewinnen und gewinne insgesamt, obwohl es am Anfang doch deutlich schlechter für mich aussah. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass die anderen auch solche Fähigkeiten haben. Und es ist relativ schwer zu sagen, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit werden welche Sachen ausgerüstet, also was für Fähigkeiten haben die überhaupt ausgerüstet. Und dann ist natürlich die Frage, welche Wahrscheinlichkeit haben die Fähigkeiten. Also hier hat er eine Fähigkeit, die 100% ist, sie hat eine Fähigkeit zu 100%, er hat eine zu 50% und bei ihr muss ich, glaube ich, nochmal gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Dafür gehe ich jetzt gerade nochmal rein, beziehungsweise dort raus und gehe hier rein, um die Fähigkeiten anzuschauen. Also er hat eben, wie gesagt, die Rache-Aura, die auf jeden Fall aktiviert wird, wenn er verliert. Das ist ziemlich sichergestellt mit den wenigen. Okay, ihr Siegesschrei, das heißt, sie muss gewinnen, um das auszulösen. So, dann bei ihm, er hat eben eine 50% auf Vergeltung, wenn ein Teammitglied geschädigt wurde und verringert dann gegenüber 50% oder 40% stand da, glaube ich. Dann hier, Feuer-Aura wird auch automatisch aktiviert, auf jeden Fall aktiviert und steigert um 25%, aber deswegen habe ich sie halt nach vorne genommen, weil hier zumindest eine Aktivierung von 100% und um 50% anliegt. Aber sie müsste natürlich noch ein bisschen kräftiger werden. Und als letztes Garrett, jedes Mal, wenn irgendeiner der Gegner seine Kraft steigert, macht er um 10% besser. Also deswegen steht er auch so weit hinten. Und ihr habt gesehen, also es kann ganz gut funktionieren, aber es ist letztlich ziemlich unüberschaubar. Ja, hier sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus, weil die beiden müsste ich eigentlich ganz gut überwinden können. Schauen wir mal, wie der Kampf tatsächlich ausgeht. Ja, sie hat jetzt schon mal was ausgelöst, womit bei mir die Sachen gesenkt wurden, was natürlich zu einem sehr schlecht, viel schlechteren Basis führt. Aber mal gucken, wie weit die Anhebung nochmal klappt. Ja, das sieht im Moment noch ziemlich knapp aus. So. Ja, sie verliert jetzt, damit müsste er aber nochmal Vergeltung auslösen. Das heißt, dann sind zumindest meine letzten 3 im Moment auf jeden Fall den 3 überlegen und das reicht dann, weil ich muss ja nur mehr Kämpfe gewinnen als verlieren. Und immerhin, wenn jetzt nichts Unvorhergehendes noch passiert, also von negativer Seite, weil das war ja jetzt vorhergesehen, sollte ich das auf jeden Fall noch gewinnen können. Na? Okay, aber es hat nicht mehr gereicht, dass sie gewinnen kann. Ja, also soweit mit den Kämpfen und wie gesagt mit den Fähigkeiten, das ist auf jeden Fall um einiges auszudoktern, dass man da eine gute Strategie hat und wie ihr seht, obwohl es hier am Anfang recht gut aussah, ist es immer nicht so überschaubar, ob das jetzt klappt oder nicht. Deswegen springe ich die eigentlich einfach nur durch. Man hat alle 8 Stunden, glaube ich, einen neuen Slot frei. Und das Einzige, was im Endeffekt notwendig ist dabei, ist, dass es um diese Dinger hier geht. Also das andere ist alles vollkommen uninteressant, aber es geht darum, diese Kronjuwelen dort zu bekommen, um letztlich die Stadt auszubauen. Und da bin ich noch ziemlich weit entfernt, tatsächlich meine Stadt abzugraden. So. Und achso, natürlich nebenbei so ein bisschen kann man hier noch ein paar Beutel gewinnen. Zumindest mit jedem Sieg gelingt das. So, habe ich noch einen? Ja, einen Durchlauf noch. Also bis zu 3 von diesen Kampfeintritten lassen sich ansammeln. Die anderen verfallen dann, also dann wird da nicht weiter aufgespart. Das heißt aber, wenn man einmal am Tag reinschaut, genau, also jetzt sind 8 Stunden.
weil wahrscheinlich habe ich schon 15 Minuten wieder gebraucht, um das Ganze durchspielen zu lassen, aber soweit hat das ganz gut gepasst. Der Siegestag ist dann noch bei 10. Es gibt auch die nächste höhere Stufe, dass man den anderen bekommen kann. Also hier, ja, ihr seht, ich habe die Dinger nicht aufgemacht. Warum? Weil zu befürchten ist, dass an der Stelle eben Items droppen und ich im Moment einfach nicht genug Lagerplatz habe, um das irgendwie dann zu handeln. Aber jetzt erstmal gucken, was sie jetzt tatsächlich angestellt haben. Ja, also meine Frostsachen sind schon verkauft worden. Die kann ich gleich wieder erneuern. Und da gleich noch die Maximalpreise erheben. So, also mal gucken. Habt ihr was kaputt gemacht? Nein, sehr schön. Ihr habt 18 Stück eingesammelt. Und du hast eine Schnellschusspistole oder eine Steinschlosspistole eingesammelt. Die muss ich jetzt parallel gleich mal in mein Excel-Sheet eintragen. Das ist das andere, was ich euch dann gleich noch zeigen werde. Was ich da im Endeffekt an Zahlen sammle, einfach damit ich da noch optimaler im Spiel arbeiten kann. Also es ist eine Steinschlosspistole, die auf makellos ist. Die muss ich dann jetzt auch gleich erstmal sperren. So, also Steinschlosspistole müsste das sein, genau. Und die natürlich soll gesperrt werden, weil die werde ich nicht verkaufen. Die kann ich auch noch nicht mal produzieren an der Stelle. Aber sie gehört zumindest zu den normalen, also die einfach nur über das Bauen anderer Gegenstände, die ihnen vorgelagert sind, freigeschaltet werden können. Und ich glaube, das müsste auch hier schon der nächste, nee, dann ist es der übernächste. Also nach der Axtwaffe, Axtpistole kommt dann, denke ich, diese Steinschlag-Schloss-Pistole. Steinschlag-Schloss, Steinschloss-Pistole, genau. So, jetzt seht ihr natürlich, ja, mein Lager ist jetzt schon randvoll, jetzt kann ich nicht mal mehr den Kanister eigentlich einsammeln, aber da komme ich gleich noch dazu, was ich da noch habe, um behelfsmäßig zu arbeiten. Und er hat einen Bumerang kaputt gemacht. So, den hoffe ich, dass ich den ihm gleich ersetzen kann, damit ich ihn gleich wieder losschicken kann. Nee, kann ich nicht. So, jetzt nochmal gucken, ob der Bumerang für ihn letztlich das beste Mittel ist. Ja, Bumerang oder Schlafpilze oder Giftbombe. Wobei Giftbombe kann ich, glaube ich, nicht bauen. Wenn für dich die Schlafbombe so gut sein soll, wieso wird die hier? Moment. Ach, die Schlafpilze sind für dich noch optimal. Muss ich mal gucken, welches von beiden ich sinnvoller bauen kann. Also im Moment kann ich jetzt noch gar nichts bauen, weil ich nichts einsammeln kann, aber dazu gleich mehr. Also dann erstmal das nächste Element, was ich in meiner Ausrüstungsliste halt weiterhin benutze. So, nachdem er jetzt diesen Bumerang kaputt gemacht hat, Moment, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, das war, glaube ich, Dartos. Okay, also Dartos hat seinen Bumerang kaputt gemacht. Das heißt, ich trage dann in meinem Excel ganz normal ein, Dartos. Hier, der großartige Bumerang ist hinüber und die Ausrüstung ist noch nicht abgeschlossen, so dass wenn ich hier dann filtere, dann sehe ich, okay, die Sachen sind noch zu bauen. Das, was im Moment rot markiert ist, ist, die Leute haben Ausrüstung bekommen, die ich nicht herstellen kann. Das heißt, die habe ich eingesammelt, konstruiert oder halt entsprechend höher kombiniert oder einfach gewonnen übers Glücksrad oder sonst wo, über die Mission. Aber ich kann die nicht ersetzen. Das heißt, wenn sie die kaputt machen, dann müssen sie entweder mit schlechteren Items zurechtkommen. Ja, oder gibt es eigentlich nicht, weil so leid es keine weiteren Items davon gibt, zufälligerweise, die ich schon bekommen habe, dann haut es halt nicht hin. So, das andere, neben der Ausrüstungsliste, um die Produktion immer wieder zu aktualisieren, gilt es letztlich auch hier, meine Übersicht zu behalten. Das sind im Moment alle meine Kämpfer, die ich losschicken kann, außer sie. Odette ist wieder weg. Das kommt dadurch, wenn die Level der Stadt durch Gäste hochgelevelt wurden und die Stadt wieder verlassen und die Gebäude wieder auf ein niedriges Level zurückfallen, dann verliert man auch den Zugang zu einzelnen von den Helden, die man losschicken kann. Deswegen ist sie im Moment kursiv, weil ich das noch nicht wieder ausgeglichen habe. Und habe meine Stadt im Moment jetzt auch auf privat eingestellt, sodass da nicht mehr jemand hin und her springen kann, weil das dann doch ein bisschen nervig ist, weil dann baue ich sie lieber alleine nach und nach auf.
Wenn ihr regelmäßiger spielen wollt oder regelmäßig dabei sein wollt, könnt ihr euch gerne noch mal melden. Dann kann ich euch hier in die Stadt mit aufnehmen. Ihr braucht dazu, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ihr direkt anfragen könnt, wenn die privat ist, ob ihr mich hier drüber erreichen könnt. Ansonsten könnt ihr mich ja auch über andere Kanäle, E-Mail, Chat oder sonst irgendwas erreichen. Und da, ja, wenn ihr hier mitbauen wollt, im Moment dort nachgucken. Mal gucken, habe ich irgendwo eine Übersicht, was alles sozusagen in der Stadt möglich ist. Aber ansonsten könnt ihr das wahrscheinlich auch so aufrufen. Hier noch der kurze Punkt, eben, ich habe bis jetzt 626 von den Kronjuwelen erspielt, was noch nicht mal für die kleinste Ausbesserung reicht. Und für das Eigentliche, was für mich interessant ist, das sind für die Questverkürzungen. Das sind alles nur die Steigerungen von den jeweiligen Skills. Hier seht ihr auch noch, wer noch fehlt. Also das ist die eine, die mir ausgegraut ist, die Odette. Und da gibt es noch einen zweiten. Dann die beiden habe ich aktuell freigeschaltet. Bei dem bin ich mir cool. Den habe ich auch verfügbar. Sie fehlt mir noch, die kenne ich noch nicht. Ihn habe ich inzwischen. Sie ist noch nicht da. Die beiden sind freigeschaltet. Sie ist auch noch nicht da. Die beiden sind freigeschaltet und die beiden auch. Also noch drei oder vier, die jetzt, glaube ich, noch fehlen. Also genau, also eigentlich geht es um die beiden, weil die würde ich ganz gerne verbessern, dass eben die Missionen noch ein bisschen verkürzt werden können und dass das Rathaus natürlich die Produktions-, also die Kosten für den Ausbau noch ein bisschen sich senken lassen. Aber ja, mal schauen, wann ich so viel zusammenbekomme, weil das ist natürlich dann tatsächlich für große Städte nur interessant, weil ich denke, dass alle, die in einer Stadt sind und diese PvP-Sachen machen, in die gleiche Stadt letztlich diese Kronjuwelen liefern. Ich habe jetzt in der Stadtplünderung 25, mir fehlen noch 50, um zumindest die nächsten 15 Juwelen zu vervollständigen. So, die sind leider nicht so stark, deswegen sammeln sie halt relativ wenig ein. Das waren jetzt nochmal 5. Und okay, die haben auch wieder was kaputt gemacht. Die beiden sind im Moment als Bonus unterstützt, deswegen haben die dieses grüne Leuchten gehabt. Ja, schmeiß halt weg, weil reparieren ist immer viel zu teuer. Mit 14 sind die natürlich nochmal ganz gut gelandet da. Und die haben jetzt auch nochmal 6 beigetragen und der hat natürlich noch einen Stiefel mitgebracht. Okay. So, das heißt, es wird natürlich alles ein bisschen knapp, aber das heißt, dann schicke ich beide nochmal los. So, jetzt muss ich nochmal gucken, der hat jetzt den Stoffstiefel da noch mitgebracht, einen Lederschuh. Der ist natürlich schon gemeistert, aber ich muss ihn zumindest in meine Liste erstmal eintragen, damit ich weiß, wie ich und was ich nämlich gleich kombinieren kann. Soweit. Und jetzt wäre noch die Frage, ob ich Min gleich schon mit einem neuen Amulett ausrüsten kann. Da hat er super Glück gehabt, weil er kann sogar die Langflöte haben, die ich gerade hergestellt habe. Dann trage ich die nämlich wieder aus der Liste. Das ist halt alles im Moment ein bisschen aufwendig, aber aus meiner Sicht trotzdem sinnvoll. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, das Exosheet dann nachzuführen. Aber so, dann bekommt er jetzt die Langflöte und dann muss ich natürlich auch seine Ausrüstung ein bisschen anpassen, weil er dann nicht mehr dieses zeitlose Medaillon hat. Also ich springe mal kurz rein. Das heißt, hier für Min ändere ich jetzt das zeitlose Medaillon in ein Instrument. Und zwar in die Langflöte, die er jetzt in Makellos bekommen hat. Die Langflöte ist Stufe 18. Da kann ich jetzt auch hier nachschauen. Langflöte, Stufe 18, makellos, müsste 546 sein. Ja, das passt. Also Min in dem vorletzten Slot, das ist der Item-Slot, hat er jetzt sogar, obwohl er Sachen kaputt gemacht hat, hat er jetzt die bessere Ausrüstung. Also zumindest mit mehr Stärke. Und auf Level 18 ist es weiterhin, aber eben jetzt eine andere Qualitätsstufe. So, das ist halt dann immer wieder anzupassen, damit ich letztlich auch eine schnelle Übersicht habe, was für Kampfstärken sie haben. Ich habe ihn für PvP mit anderen Items ausgerüstet. Also da hat er sogar eine Legendary
oder eine epische Flöte. Der Grund, dass er die nicht für die Ausrüstung bekommt, ist ganz einfach. Ihr seht, hier unten sind Schadenzahlen da. Und ich gebe denen die Ausrüstung in das Quest-Set nur, wenn sie hier eine 0% Schadenswahrscheinlichkeit haben, weil ich keine Lust mehr habe, dass die Idioten tatsächlich episches Gear kaputt machen. Auch bei den Kämpfen kommt es tatsächlich vor, dass zwar solche Dinger zerbrechen, aber die zerbrechen nicht in dem Sinne, dass sie dann tatsächlich kaputt sind, sondern sie zerbrechen nur für den Kampf, aber werden nicht wirklich zerstört. Also hier sind die Schadenswahrscheinlichkeiten zwar kampfrelevant, aber nicht itemrelevant, während hier, wenn sie halt das Item kaputt machen, ist es halt weg. Außer man repariert es sehr, sehr teuer mit vielen, vielen Juwelen. Das kann schnell mal 50 oder 100 Juwelen oder mehr kosten, was dann so ein Item als Reparatur kostet. Und das lohnt sich natürlich nicht, so knapp wie hier letztlich mit den Juwelen gehaushaltet wird. Weil natürlich, es gibt Wege, die Juwelen zu machen, aber im Vergleich dazu, was so ein Upgrade hier kostet, also der Verbesserungsplatz hier kostet jetzt 750. Für den Markt ist es noch absurder. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht anzeigen, aber das hier kostet, glaube ich, auch 1000 pro Platz, wenn man den verbessern möchte. Nur da müsste man dann zum Beispiel 50 Items auf einmal verkaufen kann. Und die nächste sind hier draußen. Gut, das kann ich jetzt nicht einsammeln, aber auch hier die Verbesserungsslots, damit man das kanalisieren kann, sind da relevant. Ah, okay, den habe ich zum Glück schon eingesammelt. Und hier wird jetzt im Moment nicht mehr angezeigt als 495. Also hier das Verbessern, nee, nicht das Verbessern. Also hier der neue Platz würde 1000 kosten, dass ich zwei Dinge aufeinander machen kann. Und was jetzt neu hinzugekommen ist, anscheinend, bin ich nicht ganz sicher, weil ich habe zumindest mir das vorher nicht aufgefallen. Und das heißt, hier steht ein Verbesserungsplatz. Das heißt, zumindest so wie ich das jetzt verstehe, ich habe es noch nicht rausgefunden und ich habe es auch noch nirgendwo gefunden, ob es wirklich so gemeint ist. Weil das würde bedeuten, wenn ich einen Slot als solchen verbessere, also nicht einen neuen Slot hinzunehme, dass ich zwei Sachen parallel kombinieren kann, sondern in einer Kombination das verbessere, dann heißt es hier zumindest, dass dieses Item, das höchste Item vom höchsten Level und höchster Qualität wird verdoppelt. Im Moment ist es so, ich brauche zwei einfache, um ein grünes zu machen. Ich brauche zwei grüne, um ein blaues zu machen. Ich brauche drei blaue, um ein verbessertes, das hellblaue zu machen. Das hellblaue brauche ich fünf, um einen von den lilanen zu machen. Von den lilanen brauche ich auch wieder fünf, um eins von den gelben zu machen. Und ich nehme an, von den gelben werde ich auch fünf brauchen. Aber das heißt, vor allem am Anfang würde es spannend werden. Das heißt, ich könnte ein weißes auf ein grünes updaten, weil es gilt ja sozusagen wie zwei. Dann müsste ich ein grünes auf ein blaues updaten können, weil es gilt auch wie zwei. Und dann müsste ich auf jeden Fall zwei blaue bereits zu einem hellblauen machen können. Also wenn das tatsächlich der Fall ist, ist das ein unglaublich lohnendes Upgrade. Aber das ist zwar das, worauf ich jetzt auf jeden Fall sparen werde, aber ich weiß es noch nicht. Ich werde es dann ausprobieren und sobald ich es zumindest entweder irgendwo rausgefunden habe oder ausprobiert habe, werde ich euch darüber auf dem Laufenden halten. Ja, also da bin ich sehr gespannt, aber ihr seht, wie lange das dauert pro Woche, wenn ich hier zumindest 25 Juwelen bekomme, dauert das noch 30 Wochen. Zum Glück gibt es auch immer wieder Juwelen in den Missionen eben. Wenn ich die hier losschicke, bringt sie auch öfter mal, vielleicht ein- oder zweimal am Tag, dass sie Juwelen mit zurückbringen. Dann ist natürlich noch die Frage, ob man die auch bekommt. Also ob man genau einen von diesen erwischt, weil es ist ja auch wieder zufällig, welche von den drei oder vier Helden, die losgeschickt sind, tatsächlich dann auch, welches Item ich davon bekomme. So, aber jetzt schicke ich erstmal die Helden wieder los auf die Mission. So, jetzt habe ich natürlich 3x4 sind eben 12. Das heißt, das wäre auf jeden Fall zu knapp und zu wenig. Wenn sie natürlich 5 zurückbringen, wäre das schon besser, aber mal gucken, ob das ausreicht. Also Theodor als Anführer, damit die männlichen Crusader besser geschützt sind und vor allen Dingen brauche ich hier dann nur sie noch abzudaten, dass sie mit dem Bonus dann auf jeden Fall auch im grünen Bereich landet. Und ja, mal sehen. Also zwischen 12 und 20 bringen sie dann zurück. Wobei mal gucken, ob einer von denen noch bevorzugt ist. Nee, aktuell nicht. Und jetzt muss ich natürlich noch einen weiteren losschicken. Das heißt, die schicke ich nochmal mit
und hoffe, dass die dann so viel zurückbringen. Natürlich nicht auf der Stufe, sondern auf der. Das heißt, sie bringen 3 bis 6 zurück und hoffe dann, dass ich damit zumindest so viel zusammenbekomme, dass ich hier tatsächlich noch die letzten 25 voll bekomme. Schauen wir mal. Wenn nicht, muss ich halt noch einen Trupp losschicken, sobald die sich regeneriert haben. Also die anderen brauchen noch eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Also wenn sie sich nicht verletzen, brauchen sie die Hälfte der Questzeit, um wieder anzukommen. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal beschleunigen für die anderen, dass ich hier 3 Updates reinhaue und damit letztlich 3-mal um jeweils 30% gesenkt haben. Das heißt nicht, dass sie jetzt eben von 2 Stunden sind erstmal 30% irgendwie, ich glaube, so das erste Mal waren es 30 Minuten, dann habe ich 1,5 Stunden und von denen sind es dann wieder 30%. Also das ist nicht additiv, sondern immer nur vom aktuellen Moment. Und oh, was ich mich jetzt noch sputen muss, ist, ich muss die Robin-Zaube noch verkaufen. In den nächsten 40 Minuten muss ich die noch 3-mal verscherbeln. Und da muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, dem hätte ich eh keine andrehen können. Oh doch, dem kann ich eine andrehen. Dann muss ich das leider ändern. Und schaue, dass ich ihn da schon mal mit einer Haube wegschicke. Damit ich nämlich mein tägliches blaues Item noch bekomme. Das wird eben zu meiner Zeit um 1 Uhr resettet. Das wird also gerade noch ein bisschen knapp, 2 zu bekommen, denen ich das Zeug verkaufen kann. Und da ist jetzt gleich ein Speed-Verkauf da. Das heißt, da muss ich das jetzt auf jeden Fall sperren, weil davon habe ich dann keine mehr auf Lager. Und auf Preis und weg damit. So, dann ist die Feuerwehr-Schriftrolle auch gleich weg. Also das ist dann im Endeffekt das, was ich hier in dem Excel-Sheet dann nachtrage. Das heißt, das war jetzt eine Zauberrolle. Da sind die Zauber und die Feuerwehr-Schriftrolle hat sie jetzt halt gekauft. Damit habe ich jetzt gerade kein kühnes Item mehr. Das heißt, ich habe keins mehr im Angebot, muss es mir aber markieren, weil das ist noch nicht geschafft. Also es ist noch nicht so viel hergestellt, dass ich das gemeistert habe. Da fehlen mir hier also Feuerwehr-Schriftrolle, die müsste ich dann noch bauen. Ich bin jetzt hier schon an der letzten Stufe und ich brauche nur noch 5 Stück davon, die ich produzieren muss. Dann habe ich zum einen die höhere Qualitätsstufe dauerhaft erreicht und auch eben dieses Item gemeistert. So, mal gucken. Von den anderen, die sind leider zu hochstufig, weil normalerweise... ja, das ist immer das Problem, wenn das dann automatisch umspringt, statt das Ding aufzurufen. Weil sie würde eigentlich auch diese Zauber- oder diese Hut-Dinger anziehen, aber sie ist vom Level her schon so hoch, dass das nicht mehr klappt. Und jetzt hat sie natürlich irgendwelchen Schrott ausgewählt, das sie auf keinen Fall bekommt. Wobei ich mich allerdings frage, wo ich das herhaben soll. Ich habe ein düsternes Totem. Ja, das da oben. Aber, achso, sogar ein makelloses, deswegen... aber das bekommt sie auf keinen Fall. Dann muss ich jetzt leider... da werde ich ihr mal einen Nachlass einräumen und dann später absagen. Mal gucken. Die werden nämlich dann, glaube ich, nicht wieder angehoben. So, dann werde ich die jetzt mal verteuern und sozusagen die Komplimentpunkte ausgeben. Und mal gucken, ob die eigentlich ins Minus gehen können. Normalerweise tun sie das nicht. So, bei ihm ist im Endeffekt das Gleiche. Ich kann hier eigentlich auch verschiedene Sachen verkaufen, aber ich kann halt hier an der Stelle nicht wechseln. So, den Zauberhut habe ich jetzt schon produziert. Da habe ich im Moment einen grün und ich hoffe, der ist... Ja, das ist sozusagen das andere Problem. Wobei, das ist ein Luxusproblem. Weil es ist nämlich so, dass ich natürlich die Items, die ich dann in besserer Qualität herstelle, nicht verkaufe. Das ist auch der Grund, warum mein Lager so voll ist. Weil ich die dann lieber zum eigenen Kräften und Ausrüsten von meinen Leuten benutze und auch um weiter hoch zu leveln. So, jetzt muss ich den Zauberhut eintragen, da habe ich jetzt wieder einen blauen. Dann kann da zumindest mal wieder einer kaputt gemacht werden. Aber jetzt habe ich natürlich für ihn kein Item. Das heißt, ich muss den Zauberhut nochmal produzieren. Aber ich werde hier schon mal den Aufpreis machen und das Kompliment noch bleiben lassen. Und das gleiche hier mit der Faust. Mit dem Fausthandschuh. So, mal gucken, ob der... Wieso kann ich da keinen Aufpreis machen? So, weil ich nicht genug
Energie dafür habe. So, dann sage ich ihr jetzt ab und mal gucken. Das geht dann zum Glück nur bis 0 runter. Sie ist dann zwar ein bisschen sauer und kommt vielleicht ein bisschen später erst wieder, aber immerhin kann ich dann hier jetzt das Kompliment nicht aussprechen, weil dazu muss ich jetzt erst was verkaufen. Und zwar am besten die Flöte. Genau, die ist jetzt, jetzt habe ich wieder 2 davon. Eine verkaufe ich ihm jetzt und habe damit dann zumindest den einen Punkt sichergestellt, damit ich das Kompliment machen kann. Und ja, und damit ist da das Kompliment eingestellt. Dann kann ich hier jetzt den Aufpreis machen, sobald ich das Ding habe. Ja, das ist im Moment alles ein bisschen knapp kalkuliert. Normalerweise mache ich zu euch, dass ich ein bisschen mehr hier in den oberen Stufen bin. Okay, soweit. Jetzt, okay, bei ihr kann ich jetzt, glaube ich, auch wieder eine von den Hauben loswerden. Das heißt, da kann ich bei ihr jetzt umstellen, sagen Haube und sage, bitte kauf ein so ein Ding. Und dann mache ich jetzt hier Kompliment und Nachlass, einfach um da noch wieder ein bisschen Puffer aufzubauen. Und dann brauche ich nämlich nur noch eine Person, die in der Lage ist, diese Teile zu kaufen. Und dann habe ich das auch geschafft. Okay, du willst das Messer. Kann ich dich wechseln? Jawohl. Also, damit ist das Item für heute abgeschlossen. Ich mache es nochmal mit dem Kompliment. Also hier mache ich das Kompliment, wenn ich vorhabe, Nachlass zu machen, zuerst, weil sobald ich den Nachlass mache, geht das Kompliment vom Wert her runter, was ich da an Punkten bekomme. Was ich eigentlich total absurd finde, weil wenn ich den Leuten ersten Aufpreis vor die Nase haue, dann sollten sie eigentlich viel weniger freundlich auf Komplimente reagieren. Also aus meiner Sicht wäre es genau umgekehrt. Das heißt, wenn ich ihnen Nachlass einräume, dann müsste ein Kompliment noch mehr Bonuspunkte bringen. Stattdessen ist es genau umgekehrt. Also von der Logik her habe ich da keine Erklärung, warum das so sein sollte. Warum ich jemanden, dem ich einen Gefallen tue, dann auf Komplimente schlechter reagiert, als wenn ich ihm letztlich über den Tisch ziehe. Genau, das, was ich jetzt gerade eingetauscht habe, ich kann mein nächstes Item freischalten, den Goldgräber. Und das werde ich jetzt an der Stelle auch machen. So, mal gucken, gibt es jetzt noch einen Elfer? Ja, okay, die Eisenflöte ist auch noch ein Elfer. Das heißt halt wieder 11 Tage sparen, weil, beziehungsweise es müssen nicht 11 Tage werden, aber zumindest nach 11 Tagen kann ich auf jeden Fall so viel zusammen haben. Weil sowohl über das Glücksrad und auch über die Mission ist es möglich, diese blauen Teile zu bekommen. Und wahrscheinlich sogar auch hier über die Schatzkisten, wobei man hier sogar ganze Entwürfe, wie ihr es gerade gesehen habt, also es war zumindest hier gerade noch ein Entwurf eingeblendet. Also hier auch Entwürfe können hier bekommen werden, allerdings habe ich den Elfenschuh habe ich ohnehin schon. Okay, also jetzt habe ich den Goldgräber freigeschaltet. Das heißt, das ist wieder ein neues Item, was es dann noch gilt, hier zu produzieren. Ah, da kann ich gleich den ersten herstellen, das mache ich gleich mal. Und dann gilt es hier auch ein paar Einstellungen zu übernehmen. Da kann ich euch wieder einen Teil jetzt von meinem Excel zeigen. Also, hier ist ja eben die Übersicht der ganzen Items, wie der Status ist. Das heißt, die sind sicher gesperrt. Ich kann nicht alle sperren, weil ich kann nur Items sperren oder entsperren, wo ich tatsächlich ein Stück von habe. Und wie ihr seht, ist der inzwischen als Basis, wird er in Blau produziert. Das ist die geringste Qualitätsstufe. Das heißt, hier komme ich nur noch ran, wenn ich die über eine Mission finde oder von irgendeinem von denen verkauft bekommen sollte, weil auch die verkaufen manchmal Items, sodass ich hier eventuell das Loch nochmal füllen kann und dann umstellen kann. So, aber deswegen, jetzt geht es darum, eins von den Zusatzsachen. Das heißt, es ist Schmuck und es ist ein Ring. Und der Goldgräber ist jetzt zumindest hier umzustellen, dass er freigeschaltet ist. Und jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, ob er sich rechnet. Weil ich brauche 4 Eisenholz und 5 glänzende Edelsteine dazu. Und das Ding kostet gerade mal 4000. Also das Ding ist sowas von nicht lohnt, jetzt des Geldes wegen. Haben will ich natürlich trotzdem, weil ihr seht hier, du findest auf Quest 50% mehr Gold. Okay, lohnt sich jetzt nicht so. Außerdem ist er vom Level her zu niedrig, weil er kann dann ab einer bestimmten Stufe eh nicht mehr verwendet werden, ohne dass er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kaputt geht. Aber das sind sozusagen diese besonderen Items, die in dem Fall hier halt ein ungewöhnliches
Die haben meistens diese Spezialeffekte in der höchsten Ausbaustufe, die aber erst freigeschaltet werden bei mindestens makellos. Ich habe im Moment auch ein Item, da gilt es erst ab Epic. Und ja, deswegen, dieses Item lohnt sich auf keinen Fall, weil hier sind die Sachen, die ich da auf jeden Fall reinbekomme. Also glänzender Edelstein war das und Eisenholz. Also allein ein Eisenholz bringt mir 6.750 Gold auf den Markt ein, wenn es natürlich zum Maximalpreis verkaufen kann. Das heißt, wenn der Ring gerade mal 4.000 kostet, lohnt sich das überhaupt nicht. Das heißt, der bekommt natürlich ein dickes Minus da rein und sagt, okay, finanztechnisch ist der nicht sinnvoll, aber vielleicht kann ich ihn woanders sinnvoll einsetzen. So, und jetzt der Grund, warum ich überhaupt diese ganze Liste pflege, warum ich hier diese ganze Anzeige mache, eben um überhaupt meinen Vorrat zu managen, um dafür zu sorgen, dass ich hier nämlich in die Lage versetzt werde, dass ich recht übersichtlich meine Kombination machen kann. Also hier ist jetzt nichts zu kombinieren. Ich habe keine zwei Grünen, also hier von der gleichen Levelstufe, damit ich da nicht einen größeren Verlust einfahre. Und von Makellos brauche ich mindestens 5. Also schauen wir mal weiter. Die unteren Level habe ich soweit im Regelfall schon komplettiert. Aber hier natürlich noch nicht. Hier ist ein Item, beziehungsweise zwei Items an der Stelle. Das heißt, ich suche jetzt den Kurzbogen und das Taschenmesser, die ich jetzt gerade schon angesammelt habe, und werde die nämlich in den Kombinierer schmeißen. So, also einmal der Kurzbogen, allerdings auch eben in Blau. Also wo steckst du? Da. Obwohl ich den natürlich, wenn ich den selber hergestellt hätte, schon längst in Blau eingestellt habe, aber das hat mir halt wieder einer von den Helden von Missionen mitgebracht. Und das zweite war das Taschenmesser. Das ist aus dem Dolchbereich. Und weil nämlich hier ist das Problem, wenn ich mir die Sachen hier anschaue. Natürlich kann ich jetzt in jedes reingucken, okay, was für ein Level hat es und so weiter. Aber es ist natürlich total umständlich, hier dann tatsächlich Items zu finden, die vom gleichen Level sind. Weil die Items auch nicht alle in der gleichen Stufe ablaufen. Das zeige ich euch gleich. Also das geht jetzt relativ schnell. Ich mache kurz das Excel auf und zeige euch da nochmal. Also ihr seht jetzt hier zwar natürlich nur die gleichen Levelstufen logischerweise, aber wenn ihr das seht, so Armor, der hat 1, 2, 3, 5, 7, 9. Hier hat 1, 2, 4, 6, 7, 8. Also es sind unterschiedliche Stufen, dann auch noch mit den Sonderstufen dazwischen und so weiter. Also es ist nicht sehr sinnvoll, auch irgendwie die Kreuz und Quer reinzumachen. Weil wenn ihr nämlich Items kombiniert, das zeige ich euch mal, wenn ihr vom Level her sehr unterschiedliche Items benutzt. Hier war jetzt die Chance 50-50. Also ich konnte entweder, dass es jetzt eben das Messer geworden ist, oder eben es hätte auch der Bogen in Blau werden können. So, trage ich mal ganz kurz ein und nehme die beiden raus. So, das ist jetzt das Taschenmesser in Blau. Das ist auch sehr praktisch, weil das Taschenmesser in Blau ist nämlich noch offen. Das hatte ich noch nicht die Gelegenheit, das wieder zu produzieren, um das ja, zu sperren, dass es auch nicht mehr gekauft werden kann oder nachgefragt werden kann. Ich hätte es natürlich dafür nur einmal herstellen müssen, aber ich habe es halt nicht gemacht, weil ich die Items anders produziert habe, die darauf basieren. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Taschenmesser reinhaue, und dazu ein Lebensräuber hier, also ein Schattenschlitzer mit Level 27 und ein Springmesser mit Level 20. Dann seht ihr, die Wahrscheinlichkeit, dass ich von dem jetzt tatsächlich ein höheres Item bekomme, ist verdammt klein. Und es wäre unglaublich idiotisch, das zu machen, weil ich bekomme zu 97% ein besseres Taschenmesser von einem Level 1 Item. Also deswegen ist es sinnvoll, wenn dann die Items möglichst nah aneinander, deswegen kann ich das halt im Excel jetzt einfach so sortieren und kann dann gut einstellen zu sagen, ja, okay, also hier ist es sinnvoll zu sagen, ich nehme jetzt Level 2 Items, habe jetzt hier drei blaue Items, die sozusagen strategisch gleichwertig sind, obwohl hier unten natürlich die ein bisschen bessere Werte haben. Aber das ist an der Stelle noch ziemlich unerheblich. Also bis Level 5 würde ich die sogar fast gemeinsam reinschmeißen, weil ich eh keine Leute habe, die Level 5 machen. Das heißt hier, dass es geht vor allen Dingen darum, Platz zu ersparen, die Sachen zusammenzuwerfen und hier einfach
mal zu testen, mit den mythischen Sachen herzustellen und einfach sonst ein bisschen zu experimentieren. Also, als nächstes kommt jetzt die Haube, die Handaxt in Blau und das gerade hergestellte Taschenmesser kommt jetzt wieder in den Pot. Hier seht ihr jetzt wieder, hier natürlich, da ich jetzt drei Items benötige, um hier eine 100%ige Erfolgsrate zu haben, ist für alle gleich wahrscheinlich und es dauert nur 14 Sekunden bei den niedrigen Items. Und das ist im Endeffekt die Methode, mit der ich im Moment daran arbeite, mir überhaupt wieder Platz zu schaffen, um die Items einigermaßen leer zu bekommen. Und eigentlich war mein Ziel, das Ganze auf 400 runter zu schaffen, aber dadurch, dass die hohen Items so lange brauchen, bis die kombiniert sind, war das bisher einfach nicht möglich. Und ihr seht, mit dem neuen makellosen Item kann ich hier sogar tatsächlich noch auf ein Epic gehen, weil ich bekomme dann 5 davon zusammen. Und das, also während das Grün zu Blau nur ein Item einspart, ist bei Blau zu makellos, also von großartig zu makellos, zumindest schon die Möglichkeit, dass 2 Items eingespart werden, 2 Itemplätze. Und jetzt natürlich makellos zu episch, da spare ich mir 4 Itemplätze. Das schlägt natürlich schon ordentlich rein. Und ja, probieren wir mal, dass wir jetzt die nächsten Sachen zusammenpacken. Mantel, leichte Panzerhandschuhe und Wurfpfeil ist dann das nächste. Und was hat es jetzt gegeben? Okay, die Haube ist verbessert worden. Also Haube rein. Hier ist natürlich jetzt auch wieder ein Problem, aber wie gesagt, bei den niedrigen ist es egal. Da ist mir eigentlich vollkommen egal, was da rauskommt, weil ich die eh nicht einsetzen kann, weil keiner das Zeug noch trägt. Wenn ich natürlich zweimal den Mantel reinpacke, dann bekommt er auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der produziert wird. So, leichte Panzerhandschuhe sind noch dabei. Maschenpanzerhandschuhe. Das ist nämlich auch das Ärgerliche, weil es wäre natürlich einfacher, wenn die hier einfach nach Level wenigstens sortiert werden, aber auch das sind sie nicht. Ich habe keine Ahnung, was für eine Sortierung hier wirklich vorliegt. Sie ist für mich größtenteils nicht nachvollziehbar. Weil die erste Stufe der Sortierung ist klar, das ist die Anzahl der Items von der gleichen Stufe, aber wie weit die Items innerhalb der Stufe dann sortiert wird, kein Plan. Ich habe da noch kein Schema rausgefunden, nach was sich das richtet. Und das letzte Item ist Wurfpfeil. So. So, ihr seht, alle haben jetzt, alle hätten 20%, aber der Mantel hat natürlich dadurch, dass er 2 Plätze belegt, eine 40%ige Wahrscheinlichkeit, dass er generiert wird, aber damit auf jeden Fall wieder 4 Itemplätze freigeschaufelt. Das lasse ich jetzt mal bei dem Kessel. Das ist soweit erledigt. Das ist das, was ich euch zeigen wollte, wie ich damit umgehe, um letztlich hier meinen Itemplatz einfach wieder herzubekommen. So, also der Mantel, ja, kein Wunder, mit 40% Wahrscheinlichkeit, sehr wahrscheinlich. Dann werde ich den jetzt sperren und entsprechend eintragen. Hier ist dann auch wieder noch eine Besonderheit. Ihr seht, normalerweise lasse ich die ja einfach leer, wenn ich keine Items habe. Bei den epischen und legendären, also bei den höheren, mache ich das ein bisschen anders. Weil diese Items habe ich noch. Die sind nur in irgendwelchen Slots geparkt. Das war vor allen Dingen hier der Fall. Also hier diese ganzen Items, das ist auch eine andere Strategie, wie ich noch versuche, Platz in meinem Lager zu schaffen. Ich nutze einfach die PvP-Slots von denen, die ich sowieso nicht auf PvP schicke. Also hier die 5 roten, das sind meine aktuellen PvP-Kämpfer. Da sind nur sehr gezielte Punkte ausgewählt, dass da Items ausgetauscht sind, weil ich da bessere Items habe, die aber eine Wahrscheinlichkeit haben, kaputt zu gehen. Deswegen bekommen die nicht regulär ausgerüstet. Aber das hier sind alles Platzhalter. Das heißt, Mila ist mein Esel für legendäre und epische Gegenstände. Also mal als Beispiel sie aufgezeigt. Mila, sie hat hier sozusagen die ganze Liste voll mit epischen und legendären Gegenständen. Einfach, weil solange die hier ausgerüstet sind, sind sie natürlich nicht in meinem Speicher, belegen keinen Platz und damit habe ich hier noch einige, also alle da, wo hier nur die Quest-Items kopiert werden, die kann ich alle noch rausnehmen und zur Not zwischenparken und irgendwelche Sachen reinstellen.
um mir diesen Platz einfach zu sparen. So, das soweit. Das sind jetzt ganz normale, reguläre. Da verkaufen sie mir halt genau diese Billigdinger. Also eins, dass ich, okay, den könnte ich noch herstellen. Den dürfte ich wahrscheinlich nicht mehr herstellen können. Genau, meine Mindestqualität ist hier grün. Und sie verkauft mir halt jetzt ein normales Basis-Item, obwohl ich es eigentlich gesperrt habe. Also für den Verkauf wirkt sich das nicht aus. Das heißt, wenn die mir Gegenstände verkaufen, ist es egal, ob ich es gesperrt habe oder nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Gegenstände nachfragen, die ich gesperrt habe, die ist halt ziemlich gering. Und das habe ich dann so gelöst, dass ich hier, das sind meine aktuellen drei Favorite-Items. Ihr seht, die haben keine besonderen Zutaten. Sind auch vom Level her ein bisschen unterschiedlich. Level 12, Level 13, okay, nicht sehr unterschiedlich. Okay, die liegen eher so in dem Bereich, wo sie aktuell, wo die meisten Helden letztlich liegen, dass sie das Zeug kaufen können. Weil die anderen können eigentlich das ganze, den ganzen Krimskrams, den ich hier noch bauen muss, das können die Hochstufigen auf jeden Fall kaufen, weil meine höchsten sind Level 25. Aber die Niederstufigen, die drehen sich halt so im Moment um Level 12, 13. Ne, das sind die anderen, den komme ich auch gleich nochmal. Also hier seht ihr, ich habe im Moment noch keine weiteren Gebäude aufgelevelt, damit die weiter hochleveln. Warum? Weil wenn die hochleveln, muss ich die alle mit neuen Items ausstatten. Und ich habe im Moment noch das Problem, dass meine beiden höchststufigen, die haben hier Items drin, die sind nicht im grünen Bereich. Und das ist leider das Problem, dass ich hier noch nicht so weit bin, dass ich die austauschen kann. Weil, mal kurz am Kleider, an dem Waffenrock gezeigt, bis ich den nächsten freischalte, brauche ich hier noch weitere 14 von diesen Items und dann kann ich endlich auf die nächste Stufe wechseln und hoffentlich dann wieder ein grünes Item erzeugen. Und deswegen bremse ich im Moment ein bisschen meine anderen Helden, weil das natürlich von bestimmten Gebäuden, also bei ihr ist sowieso Schluss, bei ihr ist es dann egal, aber bei Garrett ist es relevant, diese Sachen dann. Und bei Theo das gleiche. Im Moment passt es, aber wenn er jetzt schon eben eine Stufe weiter wäre, das heißt, wenn ich die Trainingshalle weiter freischalte, dann kriege ich da halt Schwierigkeiten. Ihr seht das hier mit dem Schild schon. Ich glaube, bei dem Schilden ist an der Stelle auch Schluss. Da habe ich noch nicht die nächste Stufe freigeschaltet. Und das sind halt Sachen, das kostet unnötig Arbeit, wenn die mit Sachen ausgerüstet werden. Also genau, also ihr seht, hier brauche ich noch 7 weitere, um den nächsten Schild freizuschalten. Und erst dann sollte Theodor wirklich so weit gebracht werden, dass er wieder von den Stufen her aufsteigt. Damit ich mit den Items einigermaßen mithalten kann. Sonst ist dieses Nachbauen, ihr habt es jetzt heute zum Glück ziemlich entspannt erlebt, weil es sind ja nur 2 Items kaputt gegangen. Ich habe schon gehabt, da habe ich eine Truppe losgeschickt und die ist mir mit 3, 4 Items, die sie kaputt gemacht haben, zurückgekommen. Und das ist dann echt nervig, das wieder immer nachzubauen und zu reparieren. Aber soweit eigentlich das. Ja, hier bin ich jetzt soweit auf Stufe 13 bis 14 sogar schon. Das ist relativ teuer momentan. Deswegen ist es dann sehr, sehr wichtig, vorher hier diese 40% oder hier 20% Verbesserungspreis zu verringern. Das gilt auch für mein nächstes Upgrade, weil das ist momentan der Plan. Ich will meinen Laden wieder auf die nächste Stufe bringen und vorher natürlich diesen Bonus dann kaufen. Das heißt, dann muss ich nur 200 Millionen zahlen, aber mir fehlen immer noch 50 Millionen, um das wieder zu machen. Aber die nächsten 3 Millionen sind hier schon angekommen. Also es ist überschaubar, es spielt sich Stück für Stück weiter. Und das Spiel ist so gerade an so einer Grenze. Es ist immer so im Wechsel zwischen oh, noch 1 Minute, noch 2 Minuten und irgendwie die nächste Moorrübe hängt noch dicht genug vor der Nase, dass man meint, sie schnappen zu können. Ich bin gespannt, ob es so bleibt, weil, wie gesagt, das mit der Premium-Währung ist aktuell ziemlich demotivierend für die Kosten, die das hier hat, um die aufzuleveln. Ich kann jetzt mal die Mütze einsammeln, die will der eh gleich kaufen. Und eben hier, also okay, hier kosten jetzt aktuell noch 500. Ich bin nicht sicher, ob die aufsteigen, je mehr man davon kauft, weil ich weiß, die ersten haben 250 gekostet. Da hätte ich mir bald schon wieder einen leisten können, aber das wird eben teurer. So, mit denen hier ist auch so eine Sache. Ich habe es am Anfang bei 1-2 eben nicht versehentlich, sondern ich hatte nicht gedacht, dass das so ein Problem darstellt, die nicht komplett aufgefüllt, also nicht mit allen dreien absolviert und das auf keinen Fall machen. Also die wenigen Chancen, wo man überhaupt an die Juwelen kommt und an diese ganzen Bonus-Items, auf jeden Fall schauen, dass man die alle drei bekommt, weil die werden halt nicht random gemacht, sondern die haben irgendwie eine festgelegte Struktur.
und die steigen rapide an. Also sie kann ich deswegen noch nicht machen, weil ich eben genau diese Pistole noch längst nicht freigeschaltet habe. Deswegen Schuss. Die anderen beiden könnte ich inzwischen absolvieren, aber so klappt es halt noch nicht. Mal gucken, ob der nächste gleich auftaucht. Im Moment ist er jetzt noch nicht da. Okay, der Hut ist schon fertig. Ja, grün. Da habe ich jetzt zumindest den Vorteil, das schmeiße ich dann in den Kombinierer und mache da dann einen blauen Hut raus. Aber den grünen bekommt er auch nicht verkauft. Er bekommt nur den weißen verkauft, weil ich verkaufe die Items nur so lange an die Helden, solange sie die Werte oder die Kombination haben, die sie maximal erreichen können hier in der Kombination. Wenn hier grün oder blau am Ende stehen würde, würde ich die Items auch verkaufen. Aber ansonsten, wenn das halt jetzt bei den höheren Items keine Basisqualitätssteigerung mehr beinhaltet, dann bekommen die auch nur die Basis-Items. Und jetzt zum Abschluss noch, warum habe ich überhaupt so oft Items, die höher ausfallen als gedacht? Weil ich normalerweise immer meine ganzen, ich habe im Moment auch sogar schon 7 Angestellte jetzt gleichzeitig. Und ich habe die so eingestellt, dass sie in der Standardkonfiguration, also wenn ich keine Boni aus der Stadt im Moment aktiviert habe, die höchste Stufe ist bei ihnen jeweils mit der Meisterung gleich. Das heißt, ich habe ein sehr hohes Verhältnis von den einzelnen Fähigkeiten und der Meisterschaftsleistung. Ich kann die Meisterschaft auch nicht höher machen als das höchste von diesen beiden. Und ihr seht, das ist bei allen so möglichst eingestellt. Ich glaube, ich habe Waffenfertigung und Magie habe ich aktuell doppelt, wo eben tatsächlich 2 Personen sind, die das befeuern. Deswegen Rüstungsfertigung, Holzverarbeitung und so weiter, die sind ein bisschen unterrepräsentiert. Was aber kein Problem ist, wenn ich wirklich eilig habe und viel, viel bauen möchte, einfach mal hier das Lager sozusagen leer zu machen, dann habe ich hier ziemlich hohe Boni-Möglichkeiten. Also ihr seht hier Bonus von 90 Punkten, von 80 Punkten, also da kommt einiges dazu. Das ist also kein Problem, die hohen oder scheinbar ziemlich hohen Produktionszeiten dann auch. Also die sind locker, dass die mindestens so halbiert werden. Also da kommt schnell viel zusammen. Und das ist meistens dann auch der Punkt, wenn ich die Produktion ankurble mit den in der Stadt, dann schaffe ich es auch relativ schnell, mein Lager zu leeren. Und deshalb passt es im Moment so, wenn ich das entspannt im Hintergrund laufen lasse und nur alle 1-2 Stunden vielleicht mal vorbeigucken will, dann reicht es auch, wenn ich hier so einen Bogen, der braucht, wenn er so gebaut wird, schon 42 Minuten. Das lohnt sich jetzt auch nicht großartig zu beschleunigen. Ja, also das für heute mal als Update von Shop Heroes, was so jetzt mein Leben, meine Erfahrungen sind. Als nächstes gilt es eben, wie gesagt, den Shop auszubauen. Ich brauche den nächsten Edelsteinbehälter dringendst, damit ich hier die neuen Items, die jetzt gekommen sind, der braucht 7 Edelsteine, die neue Mütze hier, der braucht Mana, aber hier der versilberte Schuppenpanzer braucht auch Edelsteine, also da kommt inzwischen die Nachfrage einiges hinterher. Und für so einen Stärkering, wenn die Idioten mal wieder einen so einen blauen Ring, den ich ihnen gebaut habe, kaputt machen, dann brauche ich im schlechtesten Fall halt 4 von diesen Dingern, um denen wenigstens ein blaues Item wiederherstellen zu können. Ich kann natürlich auch Glück haben und es klappt, dass ich einen makellosen produziere, einfach so, aber das ist halt nicht sicher. So, mal gucken, wie der Stein ausgegangen ist. Okay, es ist ein Standard. Der bleibt jetzt auch freigeschaltet. Das heißt, es war jetzt mein erster Goldgräber. Also, ich hatte schon mal welche gewonnen, aber das war mein erster, den ich jetzt produziert habe. Und der bleibt jetzt freigeschaltet, nachdem ich ihn jetzt produzieren kann. Auch wenn er sich geldtechnisch nicht rechnet, geht es mir darum, dass die den nachfragen, dass sie ihn kaufen, damit ich ihnen hier halt einen Grund habe zu produzieren, bis er gemeistert ist, und dann kriegen sie ihn nicht mehr verkauft. So einfach ist das. Über den Handelsplatz die Sachen zu verkaufen lohnt sich bisher kaum, weil dort meistens die Items, die nachgefragt werden, eben auch im Verhältnis zu dem, also das, was nachgefragt wird, ist in aller Regel Items, die einen hohen Anteil an Ressourcen brauchen, also an diesen besonderen Ressourcen, und deswegen lohnt es sich in aller Regel nicht. Weil so Schnickschnack-Items und so weiter werden meistens nicht sehr günstig nachgefragt. Also von daher ist das Geldmachen am besten aus meiner Sicht über die Ressourcen im Moment zu erledigen.